Was ist die Lösung? Es gibt Lösungen. Und die erste Lösung ist, dass wir uns daran erinnern, verstehen und ansehen, was wir hier haben, wie es so weit kommen konnte und wohin die Reise geht. Man braucht keinen Trendvorhersager, um das herauszufinden. Wir brauchen eine neue Richtung und einen neuen Weg. Und was ich machen will, ist damit anzufangen, Amerika wiederherzustellen. Ich weiß, dieses Land war nicht großartig. Wir hatten Probleme mit der Sklaverei. Echte Probleme. Und Diskriminierung, das war auch echt. Es gab eine Menge Probleme. Sie haben die Indianer abgeschlachtet, ich weiß. Aber unsere Vorfahren kamen hierher, weil es die freieste Nation auf der Erde war. Es war die Nation, in der jeder aus jeder Schicht, aus jedem Land, mit jeder Nationalität von ganz unten anfangen und es bis ganz nach oben schaffen konnte. Aber jetzt wird uns der Teppich unter den Füßen weggezogen. Die Spitze ist nur für 1%. Amerika hatte viel Großartiges. Es war das Land der Qualität. Dies war das Land, dem Nationen überall auf der Welt nacheiferten. Wegen der Freiheiten, die wir hatten. Für die unsere Gründerväter gekämpft haben. Es ging damals nicht nur um Geld und um die Mafia, die alles kontrolliert. Ich möchte eine Wiederherstellung von Amerika sehen. Restauriert Amerika. Schaut euch unsere Städte an. Detroit, Camden, Trenton, East St. Louis, Oakland. Schaut euch im Land um. Eine großartige Stadt nach der anderen geht den Bach runter. Und ein Präsident nach dem anderen verkauft uns. Sie vergewaltigen unsere verfassungsmäßigen Rechte und schaffen die Gesetze und Handelsbarrieren ab, die uns davor beschützt haben, dass billige Arbeitskräfte uns die Jobs wegnehmen. Jetzt schicken sie unsere Jobs ins kommunistische China. Als ich ein Kind war, da haben sie die kommunistischen Chinesen gehasst. Aber dann fingen wir an, mit denen Geschäfte zu machen. Bringt die Jobs nach Hause. Bringt die Truppen nach Hause. Baut Amerika wieder auf und stellt diese Nation wieder her, nach den Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung, der Bill of Rights und der Verfassung. Wie können wir Amerika wiederherstellen? Wie können wir es zur wahren Größe zurückbringen? Erstens, es muss als Graswurzelbewegung beginnen. Es muss bei dir anfangen. Du bist die erste Wurzel. Stärke dich selbst, spirituell, emotional und körperlich. Und ich meine das nicht in einem religiösen Kontext. Es geht um Moral, die goldene Regel. Zweitens, kaufe vor Ort hergestellte Waren, wann immer es möglich ist. Drittens, sprenge die Ketten. Sie heißen nicht umsonst Supermarktketten. Sie halten dich gefangen. Hör auf, korrupte Systeme zu unterstützen. Wir brauchen einen neuen Weg. Und der neue Weg ist der moralische Weg. Es ist simpel. Es ist so alt wie die Bibel, so alt wie alles, was man lesen oder an das man glauben kann. Es ist die goldene Regel. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden willst. Wisst ihr, ich war in Deutschland, um die deutsche Edition des Trends Journal einzuweihen. Das war 2012. Ich war in Berlin. Und als ich mir Berlin angesehen habe, habe ich erkannt, dass es vor der Bombardierung wahrscheinlich eindrucksvoller war als Paris. Breite Straßen. Praktisch keine Gebäude über 14 Stockwerke hoch. Die Sonne kam also überall durch. Gehwege breit genug für Kaffeetische, 4 oder 5 Tische. Und dann konnten noch Leute daneben laufen und Fahrrad fahren. Man geht durch die Straßen und überall gibt es Grünanlagen. Eine wunderschön angelegte Stadt. Und ich dachte mir, die Deutschen, wie konnte das passieren in den 30er Jahren? Die Deutschen waren an der Spitze der westlichen Zivilisation, kulturell, philosophisch, wissenschaftlich. Ich denke an die deutschen Namen. Bach, Beethoven, Goethe, Wagner, Einstein, Marlene Dietrich, Fritz Lang. Die Deutschen, hochgebildete Leute, sagte ich mir. Ich sah mir diese Gebäude an, ein großartiges Gebäude von vielleicht 1880 und dann neue Gebäude, die nach der Bombardierung des Zweiten Weltkriegs gebaut wurden. Und dann wieder ein altes Gebäude, wie eine Bücherstütze mit den neuen Gebäuden dazwischen.
Ich sagte zu mir, wie konnten die Deutschen einen kaputten Freak wie Hitler ihr Land zerstören lassen? Alles, was über tausende von Jahren erbaut wurde, wurde zerstört und ist jetzt nie mehr, wie es einmal war. Hitler, ein Typ, den Charlie Chaplin besser gespielt hat als er selbst. Eine Cartoonfigur. Und ich dachte mir, ich bin italienischer Abstammung. Man muss sich nur Mussolini ansehen. Schaut euch die Italiener an. Ich meine Da Vinci, Puccini, Verdi, Caruso und so weiter. Wie konnten sie einen kaputten Freak wie Mussolini ihr Land zerstören lassen? Ich sagte mir, was ist es im menschlichen Geist, das so etwas durchgehen lässt? Und dann war ich in Chile. Ihr habt vielleicht die Geschichte gelesen. Ich habe das 2010 im Radio darüber gesprochen. Ich wollte raus hier. Ich hatte genug von dem Müll in diesem Land. Ich hatte genug davon, dass mir meine Rechte genommen werden. Ich habe genug davon, dass mir mein Geld von Typen wie John, dem Schleimer Corsan von MF Global, gestohlen wird. Ich habe es satt, dass ich bis ins Unendliche besteuert werde, während die großen Unternehmen außen vor sind und diese scheinheiligen Non-Profit-Unternehmen das System ausnehmen. Ich habe genug davon. Ich habe genug davon, dass diese Nation in Kriege zieht, während Menschen verhungern. Ich habe genug davon, dass Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, ihre Häuser verlieren, weil sie ihre Steuern nicht bezahlen können. Ich war bereit abzuhauen. Ich war in Uruguay und in Argentinien, bereit abzuhauen. Und als ich am 23. April zurückkam, wurde mir klar, du kannst nicht wegrennen. Die kaputten Freaks gibt es überall, in jedem Land. Hey, wie wär's in Frankreich, mit Hollande? Hey, oder wie wär's mit Cameron? Oder hat dir Blair seinen Vorgänger gefallen? Oder gefällt dir Sarkozy? Egal welches Land, überall hat man Freaks. Aber das hier ist mein Land. Und kein kaputter Freak wird mich von hier verjagen. Wenn sie wollen, dann sollen sie kommen und von Mann zu Mann mit mir darüber reden. Ich bleibe. Das ist das Land, in das meine Großeltern gekommen sind. Das ist mein Amerika. Und ich stecke mein Geld, mein Herz und meinen Geist in das, wovon ich glaube, dass es die zweite amerikanische Revolution sein könnte. Deshalb habe ich das Franz Roggen Haus von 1750 gekauft. Und die Akademie von 1774. Und das Dr. Jansen-Haus von 1763. Alle an der historischsten Ecke der USA, im kolonialen Kingston, New York, der ersten Hauptstadt von New York State. Der Ort, der seine Wurzeln in der Revolution hat. Er wurde 1777 von den Briten in Brand gesetzt und dann wieder aufgebaut. Ein bedeutender Ort, nicht nur für die Revolution, sondern auch um dabei zu helfen, Amerika neu aufzubauen. Wenn die erste amerikanische Revolution Teile ihrer Wurzeln hier hatte, können wir auch eine zweite amerikanische Revolution haben. Eine Revolution des Herzens, des Verstandes, des Geistes und der Moral. So etwas hat man nicht, wenn man Drohnen aussendet, um Unschuldige zu töten. Wenn man es Banken erlaubt, dass sie dir deine Ersparnisse und dein Haus stehlen und dich auf die Straße setzen. Es gibt keine Moral, wenn man mit Begriffen wie Sparmaßnahmen daherkommt, um den Leuten ihr Geld zu rauben, die Steuern anzuheben, die Renten- und Unterstützungsleistungen wegzunehmen und das Geld an den Bankern zu geben. Es gibt keine Moral mehr in diesem Land, das mal der Vorreiter des Kapitalismus war. Und es ist nichts verkehrt mit Kapitalismus, nur leider haben wir heute keinen. Wir haben Faschismus. Too big to fail. Zu groß zum Scheitern. Vier Worte, die Amerika umgebracht haben. Zu groß zum Scheitern? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Gründerväter das mitgemacht hätten? Und denkt an Washington. Daran, was sie gesagt hat, wie man sich nicht in Angelegenheiten im Ausland einmischen soll. Lest die Zitate von Madison und Jefferson, die uns warnten, und die in ihren Warnungen sogar den Begriff der Geldwechsler benutzt haben. Banker und Zentralbanker, die eine Generation nach der anderen ausrauben. Ich möchte zurück zu dem, woran die Gründerväter geglaubt haben.
worum es in der Verfassung und in der Bill of Rights geht. Ich möchte zurück zu dem Land, in das meine Großeltern gekommen sind, in dem sie ihren Platz und ihren Weg gefunden haben. Ich habe genug von den großen Multinationalen und ich habe genug von der Mafia. Ganz recht, von der Mafia. Der republikanischen und demokratischen Mafia, die mir sagt, wie ich denken soll, woran ich glauben soll, die mir mein Geld nimmt und wenn ich nicht genug Mut aufbringe, sie zu stoppen, die mir auch mein Leben nimmt. Und deshalb nehme ich euch mit an die historische Stärke der USA, ins koloniale Kingston, um die zweite amerikanische Revolution zu starten. Keine blutige, nicht mit Armeen, nicht mit Gewalt. Eine Revolution des Herzens, des Geistes und des Verstandes. Eine, für die unsere Gründerväter gekämpft haben. Worum es in der Bill of Rights und in der Unabhängigkeitserklärung geht. Die Verfassung beschützt unsere Redefreiheit, aber sie wird uns genommen zusammen mit dem 2., 3., 4. und 5. Verfassungszusatz. Ich will sie zurück. Darum geht es in der amerikanischen Revolution, in der ich kämpfe. Willst du die Leute sagen, wenn dir Amerika nicht gefällt, dann hau doch ab. Wenn du ein Problem hast, verschwinde. Nein, das seht ihr falsch. Ihr verschwindet. Ihr seid die Leute, die Amerika zerstören. Ich will das Original. Ich will das echte Amerika. Und ihr könnt es auch haben. Fang dort an, wo du bist. Fang an, deine Gemeinschaft vor Ort wieder aufzubauen. Baut eure Städte wieder auf. Fangt an, Amerika wieder aufzubauen. Und wenn du an meiner Seite kämpfen willst, komm nach Kingston und wir werden Amerika zusammen wieder aufbauen.